Wo sind wir denn hier? Ich glaube, wir haben uns in sehr gefährliche Gebiete gebracht. Hier wird's mir langsam zu krass. Selbst für mich. Was für Scheiße! Hilf mir! Wo sind wir denn hier gelandet jetzt? Gut, dieser schon hört man auf zu reden. Nee, meine AK will ich schon behalten. Ich will nur den hier plündern. Schon kriegt man wieder kein Wort raus, weil man sich konzentrieren muss. Oh. Wo ist die Drecksau? Ich seh den nicht. Haben wir mehr? Ich drehe mich mal jetzt einfach im Kreis und hau mal mit zu. Na, hab noch erwischt. Ha, was ist das denn hier? Jetzt kann man hier natürlich die Tiere wieder häuten, alle mal weggucken. Das ist nämlich ziemlich eklig. Boah, ich finde das nicht sehr toll. Aber es ist eigentlich ein cooles Feature wiederum, gell? Wenn so Wölfe angesprintet kommen und einen umbringen wollen. Aber was ist denn das hier für ein cooles Gerät? Vom Krieg noch, aber ich würde es gerne benutzen. Mal voll da hinten rüber ballern. So, jetzt sind wir hier unten. Aber mit den Waffen das zu machen, ist doch ein bisschen zu laut. Jetzt haben wir eine Sau erwischt. Ich versuche das gerade so ein bisschen eine Deckung zu machen, damit man das nicht so ganz so sieht. Weggucken. Nicht, dass nachher einer das im Garten nachmachen will. Ruhig. Gebracht hat es nicht viel. Dann gehen wir mal ein Messer auf und zu. Ja, chill. Bleib ruhig. Wir brauchen ja ein bisschen Zeug jetzt immer. Schweineleder. Jetzt können wir da bestimmt was herstellen daraus. Heute sind wir ein bisschen in Herstellungslaune. So. Aber stopp für die Munitionsgürtel. Mir geht's darum, um eine Waffen. Ein Waffengurt. Da brauchst du Ziege für. Weil ich habe nur eine Waffe mit mir rumschleppen und das ist in der Zeit ein bisschen nervig, finde ich. Medizin können wir keine herstellen, glaube ich, wie es aussieht, weil wir keine. Ah, nee. Doch, können wir. Machen wir direkt mal weg. So, jetzt gucken wir mal hier. Beuterucksack. Brauchst du was für? Brauchst du was denn für? Einfacher Rucksack brauchst. Robuster. Brauchst du hier, auch wieder Fell. Das ist natürlich nicht so toll. Brieftasche brauchen wir jetzt was für? Brauchen wir bestimmt jetzt robuste Brieftasche? Brauchen wir auch wieder hier, ach du Scheiße, irgendwelche Tiere. Die haben wir schon, oder was? Ach so, die haben wir schon, fertig, ne? Für 4000, okay, jetzt haben wir ein bisschen was. Jetzt können wir aber gleich noch ein bisschen Geld sammeln. Da brennt das irgendwo. Da ist ein Feuer schon. Irgendwo steht hier ein. Oh, hier geht's aber runter, du. Machen wir ein bisschen vorsichtiger. Gut, dann haben wir jetzt mal ein paar Schweine hier. Haben wir jetzt mal für den Notfall, haben wir mal welche. Hab ich mal auf die Fresse gelegt. Oh, ich bin mit. Nein, die kommen. Scheiße! Ich dachte, er lebt noch. Ich wollte eigentlich ganz friedlich hier abhauen. Aber nein, das ist in Far Cry 3 nicht möglich.
Du hast gesehen, wie er das Auto sich überschlagen hat. Ich will jetzt wieder kommen. Ich frage gleich wieder hier vorgehen. Oh, wo will ich denn hin? Ich glaube nicht, dass ich hier weiterkomme. Aber hier ist was zum Einnehmen, wie es aussieht. Deswegen halten wir mal hier an und gucken uns hier mal so ein bisschen um. Marina? Oh oh, jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren. Ein bisschen zusammennehmen. Hm, wie kriegen wir den aus der Reserve? Ich glaube, wenn ich jetzt losballere, dann kommen die alle nämlich da raus. Wenn er mich jetzt nicht sieht, dann weiß er aber auch nicht. Ach du Scheiße, jetzt müssen wir ein bisschen in Deckung gehen. Da ist einer mit einem Sharpklüppengewehr. Oh, wie cool der auf mich zuläuft. Wo ist ja meine Verstärkung? Boah, der hat mich voll umgenukt, ey. Wer kommt aus Westen? Ach, ist ja gerade meine Verstärkung. Das ist ja schon mal gut. Ich glaube, das gibt jetzt leider einen Loose. Ach du Scheiße, die kriegen Verstärkung. Was ist denn mit meiner Verstärkung? Ich habe ja auch mal so komische Buschmänner gehabt, die mir helfen wollten. Naja, ich habe sie wenigstens ein bisschen aufgeschreckt, ma. Wo, die sind immer noch hinter mir her. Da geht einfach eine Nullnummer. Da muss ich mal ein paar Leute anheuern bestimmt. Ich muss mich ja irgendwo verstecken. Ich habe noch keine Munition. Ho. Also wenn sie mich hier nicht gesehen haben, dann weiß ich aber auch nicht, du. Das war eine knappe Nummer, wa? Gut. Ich denke mal, nach der Musikzugange haben wir es geschafft. Ich weiß gar nicht, wie das hier mit Wegporten ist, ob das genauso klappt. Oh, hier haben wir noch einen Stern. Mit dem Wegporten ist, glaube ich, genau dasselbe wie mit dem GTA damals, glaube ich. Da konntest du auch nicht einfach so porten. Da musstest du ja erst frei sein von Sternen, bevor du irgendwas überhaupt machen kannst. Hier weiß leider nicht, habe ich nicht ausprobiert. Jetzt war einfach des Gefechts. Das war jetzt aber eine knappe Kiste. So, gut. Wir müssen langsam uns mal überlegen, was erzählen uns denn hier so die Dorfbewohner? Es war vielleicht eine sehr holde Nummer, mich jetzt da selber mal durchzuballern, aber man muss ja alles mal mitgemacht haben im Leben. Gut, jetzt... Hi. Der steht mir da so ganz kriminell rum. Wo ist denn hier unser Guru? Der ist da bestimmt noch am Sendemast gewesen. Ja, wir haben jetzt sehr viel zu tun hier, nur man kann sich nicht entscheiden vor lauter. Funkturm. Wo haben wir denn noch einen Funkturm? Soll ich den schon aktivieren oder nicht? Oder nicht? Beutekiste. Töten. Wir haben doch eben ein Gebiet. Da war ich eben, glaube ich, gerade. Ich wollte doch jetzt ein Gebiet haben wir doch eben übernommen. Ich guck mal, was das... da können wir gerade mal hier mal in der Legende gucken. Der Stern heißt... Ah.
Da gehen wir mal da jetzt einfach mal hin. Ich weiß nicht, was man dafür machen muss jetzt. Da ist der Affe. Aber ich habe keine Munition mehr, gell? Ich müsste mir ja eigentlich erstmal was Waffenmäßiges besorgen, fällt mir gerade ein. Wollte zumindest Munition bei der Tante Emma hier. Ja, ja. Ach, ich krieg keine Luft hier, ey. Munition, was haben wir denn überhaupt? Das ist das, was ich brauche, oder was? Das ist aber teuer, du. Das ist aber teuer. Ich weiß ja nicht mal, ob das überhaupt die richtige für meine ist, oder nicht. Ich find's ein bisschen teuer, aber hat von allem etwas. Das nehmen wir mal, das Paket. Haben wir zwar ein bisschen weniger Kohle, dafür haben wir jetzt genug Zeug. Halt die Klappe, Opa. Jetzt müssten wir von allem etwas haben. Ah, jawohl, Junge, jetzt geht's natürlich den bösen Buben an den Kragen. Ich weiß aber leider nicht, wo dieser Doktor sein soll. Das ist das Problem. Schon mal lieber nochmal. Soll ich? Nee. Wir gehen zu Fuß. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo dieser Doktor sowieso sein soll gerade. Weil da ging eigentlich die Story weiter. Dass der Herr Doktor, keine Ahnung was, für uns zuständig jetzt wäre, weil der irgendeinen Gefangenen von unseren Freunden irgendwie hat, glaube ich, oder so in der Art. Ich weiß es nämlich, ist ja real. Ich gehe jetzt mal da, wo der Stern ist. Weil da waren wir doch zuletzt, glaube ich, auch. Ja, ja, klar, hier waren wir doch zuletzt.